Macht ihr wirklich alles zusammen? Sogar im Bett? Auch wie? Ich habe eine Freundin für beide Körper, wenn du das wissen willst. Ich teile sie mir. Also nimmt einer alles nördlich, der andere alles südlich des Äquators? Nein. Montags bis mittwochs ist sie beim einen und donnerstags bis sonntags beim anderen Körper. Dummbratze. Dummbratze, dann ist die einen Tag mehr bei dem einen als bei dem anderen. Dummbratze. Wer ist hier Dummbratze? Das wusste ich immer, wenn ich mit den Pfeiltasten hoch und runter gehe, bewegt man sich immer so vor und zurück. Ihr zwei habt echt ein Problem. Nicht ihr zwei, nur ich. Und wo bleibt dein Sportsgeist? Komm wieder, wenn du genug Mumm hast. Es liegt nicht an meinem Mumm, es liegt an meinem Geld, Junge. Dummbratze, du bist bestimmt der, der die bloß 3 Tage hat. So. Aber hier steht, sprich mit denen. Hab ich doch gerade. Ich hab das Geld nicht. Okay, wir sind jetzt umsonst hierher gegangen. Das Main Quest. Tierberger ist bestimmt die letzte, von der du Geschenke erwarten würdest. Sie ist nicht der Typ Mensch, der durch die halbe Stadt tritt, um dir lustige Kaffeebecher oder T-Shirts mit deinem Lieblingscomic-Helden zu kaufen. Aber ein Netrunner-Programm für dich, für einen Job? Scheiße, sie muss dich echt mögen, Chica. Ich habe das mit den Netrunnern noch nicht so ganz verstanden. Im Jahr 2077 ist Computertechnologie wirklich allgegenwärtig. Manche benutzen PDAs, andere Computer, wieder andere Neuralprozessoren. Der Durchschnittsbürger weiß, wie man mit diesen Systemen auf Informationen zugreift, kommuniziert und sogar kämpft. Und dann gibt es diejenigen, die sie mit derselben Technologie, die mit derselben Technologie wahre Wunder wirken. Netrunner. Ein Netrunner kennt jedes Detail eines Computersystems, die Programmiersprachen, wie man ein Killervirus schreibt oder modifiziert. Mit ihrem Deck sind sie nicht minder gefährlich als ein bis zu den Zähnen bewaffneter Konzernsoldat. Die meisten Netrunner arbeiten freiberuflich, aber einige haben einen Pakt mit den Megakonzernen geschlossen und beschützen deren Datenfestungen. Heutzutage hat jeder einzelne Konzern eine regelrechte Armee von Netrunnern angestellt. Einst galten Netrunner als die Herrscher des Cyberspace, die über den Port in ihrem Schädel das endlose globale Netz durchstreiften. Sie brauchten besondere Anzüge, um ihre Körper runterzukühlen, wobei eine Badewanne voller Eis es für mittellose Penner auch tut. Doch diese Ära ging mit der Apokalypse des größten Netrunners aller Zeiten, Rage Bartmoss, zu Ende. Der Cyberspace wurde zu einem Land der Demons, abgeschottet durch die fast undurchdringliche Black Wall. Das sagt mir jetzt immer noch nicht so richtig, was ich da machen muss. Ist das jetzt ausgewählt? Ja, wir gehen dort jetzt mal hin. Kackbratze. Wie habt ihr mich genannt? Schon wieder vergessen. Die beste Braindance-Ausstattung und die wirklich besten Köche des Universums. Willst du den Alltagsstress vergessen und auf ins Paradies? Warte keine Mikrosekunde länger. Sende Space an die 7299. Jetzt sofort. Das Crystal Planet. Mein Auto war hier oben. Ich weiß nicht, wie ich hier jemals fahren und schießen soll, zeitgleich. Wenn das überhaupt geht beim selber fahren. Es fährt sich hier definitiv nicht so gut wie in... Hier gibt's hier Klamotten. Das ist ein Zeichen für Klamotten. Ich habe Klamotten. Ich habe eh noch kein Geld. GTA kann man viel besser Auto fahren als hier.
Wir müssen da irgendwie hoch. Wir müssen hier auf diese Brücke. Okay. Wie läuft das hier? Kann jeder Loser einfach reinspazieren und sich illegale Software zulegen? Nee, nicht jeder Loser. Ganz offiziell reparieren wir Cyberdecks. Aber wenn du mit der Empfehlung kommst und weißt, was du haben willst, dann findest du es bestimmt. T-Bug schickt mich. Du sollst was für mich haben. Du bist wie, oder? Sie wollte, dass ich dir einen Demon gebe. Sollte auf der dritten Generation laufen. Ich habe ein Militech Paraline. Sollte reichen. Hm, nicht schlecht. Für Anfänger. Ich nehme immer gern ein Demon. Wenn du willst, kannst du ihn gleich testen. Hab einen Zugangspunkt. Vielleicht kommst du so an Software oder ein paar Subroutinen. Lohnt sich sicher. Hä? Warte, was? Die sind schon drin? Welche sind's geworden? Der mit der Fackel, wie ich sehe? Und das Melden? Oh, ich habe abgestimmt für das Knuddel-Emote. Was ist das hier eigentlich? Es kostet nichts. Stealth Quick Hack. Und jetzt? Quick Hacks in deinem Cyberdeck ausrüsten. Ein Cyberdeck hat eine begrenzte Kapazität für Quick Hacks. Du kannst die darauf installierten Quick Hacks jedoch jederzeit gegen andere eintauschen. Öffne hierfür dein Inventar. Die Kategorie des Quick Hacks, den du installieren willst, darf nicht höher sein als die Kategorie deines Cyberdecks. Okay, das Knuddelding ist auch drin. Also das Knuddelding. Ich glaube, das mit der Fackel und das Knuddelding ist dann jetzt neu. Zwei Slots hatte sie, glaube ich, freigeschalten. Okay. Hab ich. Hier war irgendwas. Zugangspunkte bringe ich in lokale Netzwerke, wo du wertvolle Daten sammeln kannst, die sich in einigen Teilen des Spiels auszahlen können. Warte, was? Das hier? Das habe ich gerade eingesammelt. Nee, das stimmt, die kenne ich auch nicht. Hast du vielleicht Tier 2 oder Tier 3 Sub geschenkt bekommen? Die sind ja richtig eskaliert, gestern oder vorgestern. Und ganz viele haben ja immer Tier 3 und sowas verschenkt. Der Untergang, der Sturz des ersten Net. Mittel 1, die Apokalypse. Sein Name war Rage Bartmoss. Jeder weiß, wer das erste Net zerstörte. Die eigentliche Frage ist, warum. Netwatch nannte ihn einen Verbrecher, die Medien einen Verrückten. Doch könnten beide Bezeichnungen korrekt sein? Entscheiden Sie selbst. Unten finden Sie einen bisher unveröffentlichten Brief von Bartmoss, den er kurz vor der Freisetzung von Rabbits schrieb. Warum dieses Dokument erst jetzt auftaucht? Nun, irgendjemand da draußen wollte offenbar nicht, dass Sie, liebe Leser, davon erfahren. Der perfekte Grund, um tief in die Informationen einzutauchen, die uns zur Verfügung stehen. Maria Jimenez, keine Ahnung.
Das erste Netz sollte uns retten. Es war eine Plattform für Leute ohne Stimme. Es enthielt unbegrenztes Wissen für alle, die danach strebten. Es brachte uns einander näher als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Doch die Hoffnung war vergebens, sogar falsch. Das Netz umrankte die Welt schneller, als irgendjemand hätte vorhersehen und die ganze Bandbreite der Konsequenzen hätte erahnen können. Der Information Superhighway führte uns bald geradewegs in die Hölle. Das Netz nahm uns unsere Privatsphäre, unseren freien Willen und unsere Würde. Es hatte uns retten sollen und jetzt kann selbst das Netz sich nicht mehr retten. Konzerne formten es. So ist es ein Punkt. Konzerne formten es, fügten ihm an jeder Ecke Dornen, Pfeilen und scharfe Kanten hinzu. Stellt euch das Netz als Fluss vor, der sacht in unsere Köpfe fließt, wo er zufriert, anschwillt und uns von innen heraus vernichtet. Aber denkt auch an die Beschaffenheit von Eis. So hart es erscheint, ist es doch überraschend brüchig. Ein einzelner, gut platzierter Hieb und es zerbricht in 1 Million Stücke. Seht heute genau hin und ihr werdet verstehen, was ich meine. Aha. Ich hatte 6 Monate abgeschlossen. Okay, aber die sagen mir auch nichts. Vielleicht hat sie was anderes rausgenommen dafür. Wie soll ich das hochladen? Moment, was? Lade den Ping-Demon in die Kamera hoch. In die? Ach, da! Die sind nur 5. Moment, aber wenn ich jetzt hier 1C mache, muss ich ja dann hier rüber. Geht das überhaupt? Ich dachte erst Zeile und dann Spalte. Ich kann ja nicht mit der 55 anfangen. Oder kann ich mit der 55 anfangen? Was ist, wenn ich jetzt U drücke für Hilfe? Löst es das dann für mich? Oder erklärt es mir das nur? Okay. Dein Ziel ist es, Zeichen aus der Code-Matrix in der richtigen Sequenz auszuwählen, um so das gewünschte Programm ins Netzwerk hochzuladen. Die ausgewählten Zeichen erscheinen hier und bilden eine Sequenz. Ja. Diese Liste zeigt alle Demons an, sowie die Sequenzen von Zeichen, mit denen du sie hochladen kannst. Ja. Wähle ein Zeichen aus der hervorgehobenen Reihe oder Spalte. Aber hervorgehoben ist eine Reihe. Und drücke, um es in den Puffer zu bewegen. Hey, ich will nicht. Wollt's nicht. Ja, wenn ich jetzt hier 1C mache, ist gar nicht keine 55. Siehst du?
I don't know. Was hätte ich tun sollen? Ich dachte, ich hab's verstanden. Oder kann ich hinten anfangen? Ich übersehe was. Was übersehe ich denn? 1C und 55. Ist das das Zeichen für Spalte? Aber das ist ja hier. Aber da ist keine 55. Ich habe bloß noch 17 Sekunden. Ich kann ja die 1C und daneben die 55 nehmen. Ja, erste Spalte. Also erste Zeile. Oder meinst du hier? Aber ich kann die 1C ja nicht wählen. Klicke ich da jetzt dann hier oben E9 an, damit ich dann hier runter und dann rüber kann? Aber E9 steht ja hier nicht da. Die 55 daneben kann ich ja nicht nehmen. Ich nehme jetzt aus der Zeile. Und dann muss ich aus der Spalte nehmen. Aber ich kann ja hier nicht jetzt die E9 klicken. Oder kann ich innerhalb dieser 5 Punkte irgendwo diese Sequenz haben? Ja, ich kann nur ganz oben wählen und kann ich nix. Versuche mal. Ich habe bloß noch 17 Sekunden. Und was soll ich versuchen? Dass ich erst E9 drücke und dann die beiden hintereinander? Wie gesagt, wenn ich hier 1C drücke, komme ich ja nicht mehr zur 55. Weil da muss ich ja hier erst was wählen. Warte, ich mache jetzt E9, 1C, 55. Okay. Die Sequenz muss einfach irgendwo in den freien Feldern vorkommen. Okay. Okay. Merke ich mir das bis zum nächsten Mal? Dass er an dem einfachsten Ding richtig verzweifelt. Vorhin so ein Ding mit vier Zahlen gelöst und an dem Ding einfach verzweifelt. Aber okay. Ich hab's hinbekommen. Ja, man weiß es ja nicht, wie das funktioniert, ne? Kann man das ja... Das kann ich nicht spielen, aber das kann ich spielen. Warte, was muss ich machen? Oh.
Oh, hier ist ein Zaun. Ich habe den Zaun nicht gesehen. Okay, nochmal. Was macht mein Pferd? Wie läuft das? Das war knapp. Mist, die Karotte verpasst. Boah, drittes Level. Das ist ja gemein. Oh nein, was hätte ich denn jetzt tun sollen? Vorher springen. Aber ich habe den so spät gesehen. Aber gar nicht so schlechter Highscore. Hallo Dystopia. Okay. Und was ist das? Warte, was? Schießen mit J? Wow, genau reingesprungen. Oh, du bist meine bist die Geisel, oder? Die ich befreit habe. Ich hab dich gerettet! Ich hab bloß noch ein. Ah, ich hab wieder neue Leben. Ich hab gleich drei Schuss. So, weiter geht's. Nächstes Level.
Weißt du, solche Spiele haben wir früher immer gespielt. Und das war das Beste. Oh, warte, das geht hier gar nicht weiter. Oh, oh. Moment, wie komme ich hier eigentlich runter? Wenn ich einmal hier oben bin. Oh, nö. Möchte weg. Raus. Vierhundertdreiundvierzigtausenddreihundert? Sind die neuen Skilltrees cool? Naja, ich meine, ich habe jetzt keinen Vergleich zu vorher. Ich spiele das ja jetzt quasi zum ersten Mal. Also, ich kann es nicht vergleichen. Aber ist auf jeden Fall interessant. Wird noch nicht so richtig erklärt. Zumindest ist das, was wohl neu ist. Aber abgesehen davon... Wie ist das Blaues? Ich habe auch das Gefühl, ich bin noch so krass am Anfang. So richtig skillen konnte ich eh noch nix. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, ich mache nix. Hey, hey, nicht drängeln. Zumindest nicht das, was ich, glaube ich, soll. Mann.